Genau, und jetzt kommen wir mal zu dem Solarkaffee, der eigentlich angekündigt wurde schon im ersten Video, wo wir tatsächlich an der Kaffeemaschine gescheitert sind. Die Kaffeemaschine hier hat laut Typenschild hat sie 1455 Watt. Und jetzt schauen wir mal, was sie in Wirklichkeit an Watt hat. Und hier haben wir den Wassertank dran. So, hier legt man den Kaffee ein. So, dann schalten wir mal unseren Solargenerator ein. Das Gerät fährt hoch. So, 16 Grad sind es jetzt hier. So, hier haben wir die verschiedenen Steckdosen, USB, 12 Volt, 12 Volt Ausgang. So, und dann stecken wir hier mal den Stecker rein. So. Da der Inverter immer Strom verbraucht, ist natürlich jetzt noch keine Spannung drauf. Die kann man separat anschalten. So, was machen wir mal hier? Ich filme mal das Display, dass man sieht, was passiert. Und jetzt startet der Inverter. So, es dauert ein bisschen. Und jetzt ist er bei 220 Volt und die Kaffeemaschine ist schon im Standby und zieht ja, 8 Watt, 2 Watt, 0 Watt, 13 Watt. Ja, man sieht, es misst nicht ganz genau. So, und jetzt probieren wir unseren Solarkaffee. Machen wir erstmal hier die Tasse drunter. Dann muss man, glaube ich, einmal hier drauf drücken. Die Kapsel ist schon drinne. Und jetzt sieht man, das Gerät heizt auf. Hier werden 1200 Watt abgerufen. So, jetzt hat es aufgeheizt und jetzt drücken wir hier auf Start. Es blinkt, heizt immer noch den Kaffee und bereitet es scheinbar vor. Und jetzt geht es los mit dem Kaffee. So, da fließt der Kaffee. Und hier sieht man sehr schön, wie das Gerät arbeitet. Ab und zu muss es nachheizen. Nachheizen, oh, volle Leistung. Ja, wird gerade hier geheizt. Das Wasser wird warm gemacht. Der Kaffee läuft noch. So, die Batterie ist immer noch voll, obwohl ich das schon den ganzen Tag probiere heute, interessiert die das gar nicht, der Verbrauch. Wir nehmen an, dass man ungefähr je nach Maschine und nach Leistungsabrufen und nach Größe des Kaffees kann man locker 20, 30 Kaffee machen mit diesem Solargenerator, mit den 100 Ah, ohne ihn aufladen zu müssen zwischendurch. So, hier ist jetzt der Kaffee. Das wird scheinbar ein Wasserkaffee. Und das Gerät ist jetzt wieder im Standby-Modus, die Kaffeemaschine. Man sieht, es wird kaum Leistung abgerufen. Und ja. Hier habe ich jetzt meinen Solarkaffee. Das heißt, man kann auch mit diesem kompakten Gerät, was nur 25 Kilo wiegt, kann man ohne Probleme unterwegs seinen Kaffee trinken und entsprechend sich's gut gehen lassen. Klar, das Gerät ist teuer, aber wer Leistung braucht, den Föhn haben möchte, Heißluftgebläse, Bohrmaschine, Kaffeemaschine, Staubsauger, Mikrowelle und das kompakt zum Beispiel in einem VW-Van, der kommt nicht drum rum um so ein leistungsfähiges Gerät, wo Inverter, Akku, MPT-Regler, Ladegerät, alles in einem verbaut ist.